Was geht ab, ihr Zeus hier? Willkommen zu einem Part von Raft. Juhu! Heute schauen wir mal, dass wir noch weitere Ressourcen sammeln. Ich habe mega Durst, sehe ich gerade. Durst? Was sollen wir trinken? 7 Tage lang. Was sollen wir trinken? Jetzt ab. Und das muss noch rein hier. Genau. Gut, den Fisch ziehen wir uns auch gleich mal rein. Und ich lege mal einen nach noch schnell. Alter, 7 Fische. Ich glaube, also Hunger kriegen wir so schnell nicht mehr. Einzige Problem ist, wir haben bald kein Holz mehr. Aber ich glaube, ich kann die Palme wieder abbauen. Schön. Bekommen wir ein paar Planken. Nein, Zio, nicht traurig sein. Spielst du heute noch was anderes? Mal gucken. Ich weiß es noch nicht ganz. Also für diejenigen, die sich wundern, was ich gerade vorlese, ich bin live auf Twitch. Und ich finde das ganz gut. Da kann ich nebenbei so ein bisschen auch auf Kommentare eingehen. Genau. Ich kann immer noch keinen Haiköder bauen, oder? Nein, weil ich brauche ganz... Ich brauche Heringe und die da. Das ist echt blöd, dass man einfach nicht... Meint ihr, ich kann einfach... Vielleicht kann ich den Hai einfach töten. Wo ist der blöde Hai? Da ist er. Dum, dum. Dum, dum. Oh! Kann man den nicht irgendwie erwischen? Ich muss nur den töten können, weil der ist doch eh schon angeschwächt. Da kommt er, da kommt er. Wow, wow. Oh Gott, ich muss raus. Boah, Alter. Weil ich, der ist schon so an... Boah, der ist schon so angeschwächt. Da hinten ist er. Aber ich bin auch angeschwächt jetzt. Vielleicht warte ich noch schnell, bis er einfach nochmal angreift. In der Zeit kann ich ja gucken, dass ich noch ein bisschen weiter angel oder so. Also ich muss hier was platzieren. Genau, hier Forelle. Fress mal schnell. Noch eine andere wie auf dem Grill. Schön. Lecker. War eigentlich, der ist schon so geschwächt. Ich glaube, der hält nicht mehr viel aus. Der ist schon bald tot von alleine. Vielleicht beim nächsten Heilköder muss ich mich auf ihn stürzen und dann eintreten. Die Palmen wachsen nicht nach, gell? Auch voll schade eigentlich. Und ich habe keine Palmsamen mehr, glaube ich, gell? Habe ich da irgendwas zum Einpflanzen? Palmsamen. Juhu! Genau. Echt 4 Stück sogar noch. Das ist ja super. Mangosamen, glaube ich, könnten auch funktionieren. Oder das Mangosamen für das da hinten. Moment, ich guck kurz. Ich schau mal ganz kurz. Ist das für den hier? Nee. Nee. Das ist Mango scheinbar auch für die große. Super, dann haben wir da jede Menge Zeug zum. Ich sollte nur schnell gießen, das Ding. Zack. Perfekt. Okay, ich will diesen Hai töten. Das muss irgendwie möglich sein. Okay, meine Energie ist bald wieder voll. Was ist, wenn ich mich irgendwie hier so hinstelle und dann... Kommst du her? Irgendwie mich hier so rette. Dankeschön! Sehr lieb! Dankeschön! Oh Gott. Da ist er. Komm, Angriff! Komm, Angriff! Hallo? Dieser blöde Hai, der macht das Leben einem so schwer. Muschel. Achso, eh aufnehmen einfach nur. Was brauche ich Muscheln? Kann man auch was Cooles craften? Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, ob ich was erforschen kann. Da ist noch ein Schrott. Wieso braucht man für den Haiköder auch speziellen Fisch? Ist der so heikel oder was? Tauche ich mich hier mal schnell runter? Ja, bitte Videos. Was? Ja, hatte auch eine Weile Video GLP gesehen und hier. Was? Egal. Seetang? Was mit Seetang? Geh lieber schlafen, morgen früh Prüfung. Oh Gott, ja, dann lieber schlafen gehen. Ich muss morgen auch arbeiten, by the way, aber ich glaube, ich kann morgen vielleicht ein bisschen später. Aua! Hä?
Ich habe auf den Haken weggeworfen vor Angst. Dieser blöde Hai. Oh. Oh, nein! Hat der jetzt meinen Anker weggefressen? Kann ich einen neuen... Oder wieso uns eine andere Insel? Oder ich weiß nicht. Was soll ich machen? Moment, hat der echt meinen Anker weggefressen? Der ist ja hochintelligent, der Hai. Der kann auch nicht das G manipuliert. Was ist da los? Wo ist Anker, Anker, Anker? Wo wäre er? Also wir fahren weiter. Komm, lass uns weiterfahren, die nächste Insel suchen. Du bist eine richtige. Den zu treffen ist aber auch nicht easy. Boah, ich bin fast tot. Ich sollte jetzt echt chillen erst einmal. Okay. Bis dann, Insel. Ich hab dich lieb. Ich werde immer an dich denken. Ich mag dicke Klippen. Ich mag dicke Klippen. Ich erschnuff. So, oh, wow. So. Dieser blöde Hai. Ohne Scheiß. Also ich habe selten so ein nerviges Tier gesehen. Also, wenn es irgendeiner auch herkommt, so ein Greenpeace-Typ und sagt so, oh Gott, die armen Haie hier mit Haiflossensuppe, bla bla, die waren voll abgeschlachtet, sage ich, mir egal, die sollen alle sterben, na Schmarrn, das ist unfair. Das ist echt ziemlich schlimm, finde ich das sogar. Also das verstehe ich echt nicht. Da geht wirklich dann die Idee von der Menschheit, geht bei mir da flöten, wenn es heißt so, ja, man bringt Elefanten um für dieses Elfenbein und weil es was wert ist und der Rest ist aber scheißegal, weil das Fleisch mag keiner. Da bin ich auch so, was willst du mit diesem blöden Elfenbein? Also, hä, what the fuck? So, das verstehe ich dann immer nicht ganz. So, man kann ja auch aus anderen Materialien etwas bauen. So, also da ist der Mensch dann doch wieder ein richtig komisches Wesen. Juhu! Zack. Kriegen wir ein bisschen Ressourcen wieder. Oh. Ist auch nicht schlecht, wenn wir wieder ein bisschen Ressourcenzeug nachtanken erst einmal. Und dann bei der nächsten Insel uns hoffentlich bald den Schmelzofen machen können. Wobla. Ist gar nicht so easy, ja. Paluten rastet total aus, wenn der Hai in-game sieht. Ja, mittlerweile, glaube ich, hat man sich an den Hai schon gewöhnt. Ah, der ist ja wie einfach wie so ein Rivale irgendwie. Also, sonst wären wir ja ganz alleine hier auf dieser Welt. So, da kann man eigentlich froh sein, dass er wenigstens einen Spielgefährten hat. Essen. Und nachschmeißen. Ach so. Ist halt voll geil, wie viel Nahrung wir mittlerweile haben. Tasse. Achso, müssen noch was nachlegen hier. Dass wir ja auch hier so viele Ressourcen kriegen und so. Ist schon echt krass mittlerweile, was wir uns da zusammengebaut haben. Wir müssen uns der Etage irgendwann nochmal nachbauen. Hey, die Insel habe ich noch ganz kurz noch gesehen, gell? Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Ganz kurz hat man sie gesehen. Wie schnell die Palme wächst, ist auch so unrealistisch eigentlich. Wächst ja wirklich so. In 2 Tagen ist eine ganze Palme da. Schön wäre es, wenn es im echten Leben auch so funktionieren würde. So. Okay. Aus Elfenbein wurde früher Klavierseiten hergestellt. Klaviertasten. Echt? Klaviertasten. Ja, krass. Aber braucht man jetzt mittlerweile ja nicht mehr, ne? Das kann man wenigstens Kunststoff machen. Mein Kunststoff ist natürlich auch nicht so das Beste. Aber ja, besser als wenn man einen ganzen Elefanten tötet dafür, dass man Klaviertasten hat. Aber man hätte doch Klaviertasten auch was anderes bauen können. Oder? Ja. Yo, Zio, bin neu hier. Hallo, ich grüße dich. Schön, dass du dabei bist. Freut mich voll. Ich habe letztens einen Tweet rausgehauen. Da habe ich einfach nur geschrieben, ich hab dich lieb. So, aus Spaß. So. Mir ist vollkommen klar, dass ihr wisst, dass ich nicht dich persönlich kenne jetzt zum Beispiel. Also die wenigsten von euch kenne ich persönlich. Ein paar natürlich schon. Aber das war ja auch nur so ein Spaß-Tweet. Aber da habe ich irgendwo, glaube ich, einen Kommentar bekommen. Also eine Antwort auf den Tweet so. So, ich finde das gar nicht gut. Wenn man als YouTuber so tut, als würde man seine Zuschauer kennen, um denen Nähe zu suggerieren und bla bla. Da war ich auch so, ja, aber ganz ehrlich. Als ob das meine Intention dahinter war. So, ja, ich will Zuschauerbindung aufbauen. So, und zack. Ich wollte einfach, keine Ahnung. Ich habe nicht viel drüber nachgedacht. Manchmal, man schreibt ja mal schnell einen Tweet, so. So. Genau. Schön. Jetzt kurz gucken, das geht eigentlich so zum Erforschen noch. Hier, das Ding brauchen wir, den Empfänger irgendwann. Eine Leitplatte brauchen wir da. Metallbarren für einen geilen stationären Anker. Boah, auf den freue ich mich schon richtig. Metallspeer, auch Metall. Eine Feder brauchen wir hier. Also müssen wir eine Möwe mal killen. Was ist das hier? Auch Leitplatte wieder. Was ist das da? Glas. Riesenmuschel haben wir doch. Moment, eine Riesenmuschel haben wir. Erforschen.
So, jetzt geht's auf die Fresse. Du dummes Stück Scheiße. Wie repariert man, Leute? Oh, ist viel zu dunkel, gell? Irgendwie kann ich mehr reparieren. Warum nicht? Ach, hier unten! Ah! Ich hab's voll vergessen. Da muss aber nur drauf, habe ich gedacht. Genau, passt. Und hier auch nochmal, oder? Passt. Sehr schön. Ah, das muss man auswählen. Wow, Alter, war da viel drin. Können die Dinger voll werden eigentlich? Jetzt warte mal ganz kurz, ich will... wo ist das reingegangen? Nichts gesehen. Egal. Ich würde kurz schlafen, damit wieder Helligkeit da ist. Stell dir vor, wenn du den Hai killst, kommen drei andere. Also man kann den töten, da kommen keine anderen. Also irgendwann kommen natürlich immer neue nach. Man hat leider nie Ruhe vom Hai. Irgendwie ist es im Spiel so, dass die Haie, keine Ahnung, Hobbys haben, mir auf die Nerven zu gehen. Weil eigentlich würde ein Hai niemals ein Floß anbeißen. Also der müsste schon gigantisch viel Hunger haben, dass der Bock hat auf so einen dünnen, haarigen Menschen. Weil... Ich weiß nicht, der frisst eigentlich sowas nicht. Ein Mensch gehört gar nicht zum Beuteschema eines, eines Dingsbums. So, jetzt müsst ihr doch eigentlich... Hier, lernen! Wir können jetzt ein Vogelnest bauen, tatsächlich. Für was zum Teufel brauche ich ein Vogelnest? Wo ist es? Da ist es. Vogelnest. Wir brauchen uns für eine weitere Riesenmuschel. Dann machen wir mal ein Vogelnest, by the way, irgendwann mal zum Spaß. So. So, Forelle. Und hier Zeug nach. Kommt eine Insel irgendwo eigentlich? Nee. Ah, was war das? Na, scheiß drauf. Das essen wir schnell. Dankeschön. Und Inventar. Und schmeißen einen weiteren. Hauen wir hier so eine Makrele drauf. So. Da. So. Wir nehmen alles auf. Wir nehmen alles auf. Schön. Und dann gucken wir das Ding mal weiter an. Ich würde gerne wissen, was gibt es denn sonst noch so zu erforschen? Das ist eigentlich was alles mit Metall immer. Hier ist eine Feder. Das haben wir schon gemerkt. Was ist das hier? Was ist das hier? Kletterpflanzenglibber. Hä, Schwimmflossen oder was? Geil. Seetang. Ah, müssen wir auch aufheben mal, ja. Was ist das hier? Eine leere Flasche. Kletterpflanzenglibber. Wo kriegt man denn das her? Was ist das hier? Kupferbarren. Das muss man auch alles... Es gibt auch verschiedene Ärzte scheinbar. Das haben wir schon gelernt. Okay, aber es ist eh nicht mehr viel zu mal lernen. Das wird langsam eine enge Geschichte, Leute. Dann machen wir es ja bald durch. Und nein, ich will hier 1000 Parts machen vielleicht, eventuell. So. Hm. So, dann würde ich sagen, bauen wir hier oben mal aus, oder? Das da? 3 Holz kostet das. Egal. Schön. Ach, du nährst mich. Ich baue dich wieder weg. 2 Kammer zurück von 3. Hm. Ist kein guter Deal. Hier. Hier. Und hier. Auf 9000. Wie lange streamst du heute noch? Maximal bis 12. Aber ich glaube nicht, dass ich es lang streamen werde. So. Das ist, ich muss morgen arbeiten und bin eigentlich auch unglaublich müde. Also falls ich heute irgendwie nicht so schön moderiere wie sonst oder so, obwohl ich glaube, dass ich eh nicht der beste Moderationsset bin, ich habe gar keine Übung darin, spontan zu reden. Da bin ich ein bisschen schlechterin, muss ich schon zugeben. So, nächste Markierer drauf. Achso, ich habe genommen. So. Alter, so viel Fisch, wie ich momentan esse, das ist ja Wahnsinn. Aber ich bin nächstens mal nicht hungrig. Geil. Okay. Badminton. Dankeschön! Krass! Abo-Stand. Moment, ich schau schnell. Wie viel heute abonnieren? Dankeschön. Es fehlen noch 167. Also geht zwar voran, aber ich glaube zu langsam. Ich glaube echt zu langsam. Oh. Nicht beenden. Nein, ich will nicht beenden. Weiter geht's. Okay. Okay. Ich hoffe, dass wir den Part so beenden können, dass wir wieder eine Insel finden. Da haben wir jetzt einen insellosen Part gehabt und der nächste ist wieder mit Insel, so. Schön Abwechslung. Das wäre doch wunderschön. Ah, ich glaube, wir können dich wieder abbauen, kann es sein? Nee, noch nicht. So geil, wie man das einfach nur daraus rausfindet, dass man draufschlägt. So. Ja. Und zack. Ich bin so einsam. Ich bräuchte fast noch eine Spielbegleitung hier im Spiel. Aber ich glaube, ich habe eingestellt, dass man nicht beitreten kann, dass es eine Single World ist.
Und ich finde eigentlich, bei Rough finde ich auch, muss man irgendwie auch allein sein. Für wen bist du in der WM, falls Deutschland draußen wäre? Keine Ahnung, ich bin eigentlich nur für Deutschland. Ich wüsste nicht, welches Team ich sonst nehmen würde. Obwohl ich. So. Jetzt reicht's endgültig. Verdammt! Ja, nee. Wie der hier mittendrin reinbeißen kann. Wie macht denn der das? Ist der eigentlich. Der Typ hat doch einen Wallhack. Ich weiß, man braucht immer einen Speer, Zeo. Zeo, denk daran, du brauchst immer einen Speer. Wenn der kurz vor kaputt gehen ist, bau dir einen neuen. Nicht immer darauf warten, dass der von alleine zerbricht. Mi, 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 mi. Mi, mi. Wieso habe ich nicht genügend Holz eigentlich? Ach so, wie ich so viel gebaut habe, gell? Brauch noch ein bisschen Holz, wenn neues. Da, das reicht. So, es geht ein. Boah, Alter, wie viel war denn das jetzt? Ich bin halt manchmal ein bisschen ein Idiot. Warum geht das so schnell kaputt? Weißt du schon, du haust mit so einem Speer dreimal in so ein Hai rein, bricht er ab oder was? Dieser Hai. Der kriegt von mir noch so Stress irgendwann. Aber ich freue mich schon, wieder Haifleisch zu bekommen. Diesmal springe ich auch hinterher. Kannst du mich grüßen? Ich grüße dich, Lanusei, irgendwie was. Ich mag Deutschland und nicht Öst. Ich mag Deutschland und nicht Österreich. Ach so. Aber ich glaube, Österreich kommt auch gar nicht so weit bei WM, oder? Es hat Österreich eine gute Mannschaft? Irgendwie Deutschland ist generell eigentlich ziemlich gut dabei. Also, so, weiß nicht, Achtelfinale ist ja mal eigentlich Minimum immer dabei, oder? Oder haben wir schon mal bei irgendeiner WM so richtig krank versagt? Ich glaube eigentlich nicht, oder? Eigentlich sind wir eigentlich schon. Wir haben zwar keine deutschen Spieler, aber. Dankeschön. Ich mittlerweile die Werte voll oben halte. Ist voll ungewohnt eigentlich, gell? Eigentlich war ich immer so ein Hungerhaken normalerweise. So. Ich will jetzt noch eine Insel entdecken. Aber wir finden nichts, gell? Gut, dass wir da ein Fenster haben, dass wir rausschauen können, wenigstens. So. Man kann ihn nicht angreifen. Ist voll schade. Ich würde es cool finden, wenn man den angreifen könnte. So, jetzt aber, oder? Yes. Wir machen dich tot. Wir machen dich tot. Ho, 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 ho. Sehr schön. Und pflanzen dich gleich nach. Das ist echt ein cooles System. Eigentlich brauche ich fast mehrere von diesen Teilen. Die sind echt super. Aber ich glaube, dann würden uns die Samen ausgehen, oder? Die Samen ausgehen. Oh, meine Fresse, ich bin. Wie kann ich eigentlich aus jedem Satz irgendwas Perverses rausziehen? Ich glaube, ich bin 12 Jahre alt. So, ich esse ein paar Kokosnüsse. Lecker. Und tu am besten hier gleich nochmal Wasser nachbrodeln lassen. Damit wir, falls ich doch mal irgendwie wieder Bock habe zu dursten, so eine Entwässerung mache, weißt schon, damit meine Muskeln besser sehen kann. Okay, dann bauen wir mal den nächsten Stock aus. Was haben wir da Schönes? Zack. Das Ding lasse ich frei. Oder ich glaube, nein, da muss ich, brauche ich wieder ein. Da braucht man wieder so ein Ding, gell? Sonst kann man es nicht hinbauen. Interessant. Oder kann ich hier was hinbauen? Das müsste gehen. Oder? Nee, geht auch nicht. Ja, weil ich da so einen Stamm brauche. Das ist natürlich erstaunlich. Das ist erstaunlich. Dann baue ich doch so einen Stamm hin. Wo ist er? Da ist er. Und zack. Genau, jetzt geht's. Genau. Ab hier aus kann ich es offen lassen. Ich muss halt hier noch zubauen jetzt dann so. Das heißt, wir brauchen einen Stamm da noch. Okay. Aber wird langsam da oben. Genau, weiter mache ich nicht. Ich mache nur bis dahin, dass das hier im Freien ist und oben kann man dann rumlaufen. Dann baue ich auch noch hier so eine Wand rum. Dann, glaube ich, sieht das ganz gut aus. So. Weil es muss ja offen sein zu einer Seite hin, dass halt das wenigstens. Ich muss dich noch kosten, bist du schon. Passt. Gut. So, haben wir jetzt eine Insel irgendwo. Was ist da los? Ah, da ist eine! Okay, Moment. Wir steuern drauf zu. Ah, haben wir überhaupt einen Anker? Moment. Anker. Wo warst du nochmal? Hier warst du. 4 Seile. Dich machen wir schnell. 1, 2, 3, 4. Alter, über 50 haben wir von denen. Ich glaube, so viel hatten wir noch nie. Wir müssen mal gucken, was wir hier noch alles bauen können. Hier ist der Anker. Ich ziehe ihn mir schnell. Und dann fahren wir volle Möhre in die Richtung. Wo ist der Wimpel? Wind kommt von der Seite sogar. Arschgeil. Wir steuern direkt drauf zu. Direkt zu einem Busch. Nein! So. Ein bisschen nach rechts noch. Ich bin so blöd, ich mach mal mit E. Ich denke, mit E macht man alles. Da wäre R wie Rotation.
So, genauso wie ich das jetzt hier rotieren muss. Vielleicht baue ich sogar lieber dahin, weil der beißt gerne mal in die Ecke rein, der Hai. Super, dann haben wir doch noch schnell eins gefunden. Und ich glaube, auf die komme ich hoch. Auf die Insel. Das müsste schon gehen. Moment, ich fahre mal kurz ein bisschen außen rum. R. So. Ja, noch ein bisschen rüber. Wo? 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 Da. Hoppla. Jetzt verreckt er. Der Dicke verreckt jetzt. Ach komm, der ist ja schon so blutig. Wie kann denn der immer noch, wie kann denn der immer noch, Ding, wow, wow. Voll die Minecraft-Musik gerade. So. Irgendwie kommen wir kaum voran. Warum? Wo ist der Wind? Kommt, bläst von da. Ja, dann mach doch in die Richtung. Ist doch auch mir recht. Ach, der kommt von vorne, der Wind gerade. Okay, Moment, Moment, Moment. Nee, 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 nee. Hallo. 1000 Tasten auf der Tastatur macht mich wahnsinnig. So, die Richtung. Ist echt schade, dass der Wind gerade richtig, richtig scheiße steht für diese Insel. Mal so. Und wir tauchen halt hin, gell? Aber es ist halt schon echt arschweit weg gerade. Und wir warten, bis der Wind dreht. Könnte ich auch probieren. Joa. Okay, aber auf alle Fälle gucken wir uns die Insel an im nächsten Part. Ich wünsche euch noch super, super viel Spaß hier auf YouTube. Ich hoffe, das Play macht immer noch Spaß. Könnt ihr mal reinschreiben, wenn ihr wollt. Aber ich sehe dann eh, wie es ankommt. Also ich bin schon gespannt. Dann bis dann, euren wunderschönen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Theo raftet sich einen... Ich höre schon auf. Dann bis dann, ciao, ciao, juhu!